So, heute fahren wir mit JR Racing. Hallo Leute, wir fahren Le Mans. 50 Minuten mit GT3 Autos, also Gruppe 3. Und viele fahren heute den neuen, also den neu dazugekommenen Honda NSX GT500 aus dem Jahr 2000. Aber der geht ab wie die Feuerwehr. Also ich bin jetzt hier auf dem vierten Platz mit meinem Silver Arrow, Cherry Silver Arrow or whatever. Und ich hatte in Qualifying in der letzten Runde hätte ich auf den zweiten Platz vorfahren können, aber das hat auf einmal dann war die Zeit zu Ende. Naja, vierter Platz ist auch okay. Jo, geht soweit ganz gut hier. Da führt vorne der Max in seinem orangefarbenen Florida-Auto. Florida ist ja bekannt für die Orangen. Und dahinter ist, wer ist denn dahinter? Muss ich mal vorgehen. Na, das ist Jules, Julian. Und danach Dark Phoenix. Julian macht einen kleinen Fehler. Und das nehme ich zu die Gelegenheit. Und jetzt bin ich erstmal hier beim Marcel, der fährt am letzten Platz. Ich weiß nicht, warum der so langsam fährt im Moment. Vielleicht muss der erst warm werden oder. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Ja, und wer ist da jetzt vor ihm? 13. ist der, weiß ich jetzt, Lukas. Fährt auch den NSX GT500. Und davor ist der, Cody DM, weiß ich jetzt wieder auch nicht, Stappert. Toyota GT500. Die haben alle so ein bisschen Penalty. Eine Linie überfahren. JPS 1980. Ich muss mal meine Liste holen. Also, JPS, wo bist du? JPS, finde ich nicht. Ah, da, Jens. Aha, okay, da ist dann Jens. Jens fährt auch den Honda. Und davor haben wir Jules. Jules und Porsche, bis zum Schwierigkeiten, nach der Kurve rauszukommen. Und hat auch ein bisschen Strafe. Michael auf Österreich im VW. Heißen Käfer. Nicht schlecht, 8. Platz von 14. Wenn er den halten kann, dann wäre das schon ein tolles Ergebnis. Der Michael wird immer schneller. Das merkt man schon. Der übt auch viel. Der nimmt das richtig ernst. Finde ich gut. Leider wackelt sein Auto ziemlich viel, weil er hat Lagging. Das spüre ich dann später, wenn ich dann auf ihn auffahre. Und mit dem blöden Lagging, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist, Lagging. Also wenn das Internet schwach ist, dann nennen wir das in Amerika Lagging oder in Englisch. So. Wer ist jetzt vor ihm? King, wo bist du? King. Den Namen Dennis. Dennis ist der King. Noch ein Honda. 7. Platz. Kann er eigentlich mal einblenden, die. Die Race-Info. Die am Anfang vergessen. So. Gut. Also, wer ist am 6. Platz? Höchst am Sound, Ferrari.
Hammel oder Matthias. Er fährt immer sein Ferrari. Sechster Platz. Vor fünfter Platz, Dark Phoenix, Daniel, in der Corvette. Ich muss sagen, die Corvette, die geht gut auf der Geraden. Bleibt voll dran an dem Honda hier. So, Bundesraum, super. Ich war fast überholt. Na, bleibt dahinter. In der schwarz-weißen Honda ist die Leonie. Nehme ich an, weil da stand hinten irgendwas drauf von wegen Frauenpower oder so ähnlich. Und die fährt hier am vierten Platz. Angriff. Abgewehrt. Sehr gut. Dritter Platz, Feeling, eine Sekunde Strafe. Da schmeißt es nicht in die Leitplanke. Wunderbar, richtig schön Blödsinn gebaut. Jo, dann bin ich jetzt wieder zurückgefallen auf den fünften Platz durch den Blödsinn. Ich gehe mal auf Cockpit View. Haben wir ja noch nie gesehen bei dem Honda. Ist ja sehr simpel, aber gut und übersichtlich. Das muss ich schon sagen. Ups, da stand wer. Dark Phoenix ist da rausgeschmissen. Damit bin ich wieder Dritter. Ja, ich hatte mir ausgerechnet, dass ich zweimal tanken muss und Reifen nehme. Deswegen habe ich weiche Reifen genommen, damit ich die richtige Speed habe. Also zweimal vier Runden und einmal fünf, so hatte ich mir das überlegt. Am Ende habe ich festgestellt, dass die anderen, die dann vor mir waren, dann nur einen Boxenstopp gemacht haben. Julian, auch im Honda. Alles Honda vorne. Max mit der Orange. Der fährt auch weiche Reifen. Fährt er etwa sechs Runden mit weichen Reifen? Das werden wir dann schon sehen. Was stimmt mit dem sein Drehzahlmesser nicht? Das ist schon komisch. Und bei ihm geht das auch nicht. Geht nur bei mir. Nur bei mir geht das. Okay, naja. Jetzt versuche ich an den Julian dran zu kommen. Barracuda. Ah, der fährt VR. Okay. Okay.
Wo ist der Hammel? Ah, da hinten der weiße Ferrari, nicht weit weg. Strafe. Strafe für zu schnelles Fahren. Eine Sekunde. Das war jetzt wieder FÖ Füssen, oder? Ich glaube schon. Warum vergesse ich das immer? Fürth oder Füssen? Füssen, glaube ich. Ganz in Bayern. Max hat vorne schon mal eine gute Zeit vorgelegt. Okay, jetzt habe ich die Zeit von Max noch mal ein bisschen verbessern können. Bin ich an den Julien näher dran gekommen? Wahrscheinlich nicht viel. Der hat 2 Sekunden langsamer gefahren. Okay, dann bin ich also doch ein bisschen dran gekommen. Schauen wir mal, wie der Kaiser Franz immer gesagt hat. Schauen wir mal. Black Barracuda gegen Silver Arrow. Und der Max, der ist vorne weg. Oh ey, oh ey, cool beans, oh ey. '41, das ist die Nummer vom King, also in NASCAR, der King, Richard Petty, '43. Weißt du nicht, ob ihr NASCAR verfolgt? Weiß mein Sohn in Deutschland, der schaut sich das schon an, Meska. Ja, der wohnt in Essen. Der eine, der andere wohnt in München. So ist das. Familie in Deutschland und ich bin Amerika. So ist das. C'est la vie. C'est la guerre. C'est la pech. Anyway. Ich hab jetzt irgendwo den Juice geschnappt. Habe ich ganz verpasst. Oh. Da hinter mir. Jo, ist auch gut. Das hilft mir aber nicht viel, weil ich jetzt ja reinfahre nach 4 Runden. Ich hätte noch eine 5. fahren können, aber ich
Ich hatte mir eben 4, 4, 5 ausgerechnet und dann muss ich eben bei meinem Plan bleiben. Und zu dem Zeitpunkt, jetzt im Moment, wusste ich ja nicht, dass die wirklich 6 Runden fahren können. Julian immer noch an meinem Heck. Da hat es mich fast wieder geschmissen. Und da geht er wieder vorbei. Ja, mein linker Hinterreifen ist ziemlich lädiert schon. Dann nochmal Mist gebaut. Ab in den Sand. Tja, das war nicht nötig, oder? Da habe ich gepennt, habe ich nicht zurückgeschaltet im rechten Moment. Wer kommt hinter mir? Ja, ja, der weiße Ferrari, wer sonst? Im Sauseschritt. Kommt er vorbei? Kommt er nicht vorbei? Kommt er hinterher? Matthias vor, noch ein Tor. Nein, kein Tor. Ja, ich fahre in die Box. Wie gesagt, da gucken wir mal, was hinter mir los ist. Da kommt also, ja. So. Ist der King. Der fördert ziemlich gemütlich mit 406, 407. Da liegt am vierten Platz. Fährt Medium-Reifen. Die halten natürlich länger. Hinter ihm ist die Leoni. Ist mal nicht zum Sehen. Das heißt da Ian. 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 Und da ist Dennis und nicht Ian. Na ja. Wenn du das lesen kannst, wirst du von einer Frau. Leoni, Leoni. Michael, die Käferle. Und schau, der hat auch schon eine 407 gefahren. Einer hinter ihm. Ja, ich komme jetzt dann von hinten da an. Ich hatte ja schon einen Boxenstopp, also müsste ich wieder aufholen. Jens hinter mir. Hinter Jens ist der Steffen.
Dr. Pott Steffen. Was? Ja, ich muss wieder nach vorne. Also der Michael fährt vor mir her, ganz schön flott. Da habe ich ganz schön lange gebraucht, bis er an den dran war. Also der hat ein ganz schön beschissenes Internet. Da sind wahrscheinlich die Berge im Weg oder der Föhn oder irgend sowas. Obwohl, da wo der wohnt, sind gar keine Berge. Das ist ja bei Wien. Ja, jedenfalls Internet ist scheiße. Lagging. Hammel Matthias geht an die Box, tauscht wahrscheinlich seine Medium-Reifen ein gegen Weich. Der Michael, der fährt mit abgelutschtem linken Hinterreifen weiter in die sechste Runde. So, ich bin jetzt hier hinten dran. Und weil der so am Laggen ist, sehr aufpassen, dass der mich nie rausschmeißt, wenn ich da überhole. So, jetzt gehe ich rechts vorbei und da zack dann nach rechts. Ja, das ist es. Jetzt geht man hier zurück. Ich gucke mir mal im Cockpit-View an, ob er nach rechts gelenkt hat oder nicht. Daran sieht man nämlich, ob er mich bewusst behindert hat oder ob er nichts dafür kann. Lenkrad steht still. Ja, ja, das war er nicht. Das war ein Lagging. Auto zackt nach rechts, ohne dass er was dafür kann. Also unschuldig. Gut. Also bin ich wieder auf dem fünften Platz. Was ist vor mir los? Leonie ist vor mir los. Davor wieder mal Kim Dennis. Ui, da dreht sie. Oh. Aber nichts passiert. Nichts kaputt. Alles gut. Da ist die Leonie ein bisschen näher gekommen.
an. Ich will 7 Runden fahren mit den weichen Reifen. Ich sehe jetzt mal am zweiten Platz. Inzwischen habe ich dahinter die schnellste Runde wieder gefahren mit 4:00:07. Ist der Max bald vorausgeeilt? Und der fährt auch noch mit Softreifen in der 7. Runde. Also das hätte ich nie versucht. Na gut. Ja, hat sie mich jetzt vorgelassen, dann sage ich Dankeschön. Oder sie hat sich verbremst, aber ich sage trotzdem Dankeschön. Dahinter ist jetzt der Julian, weil der hat ja getankt und neue Reifen geholt. Und wieder Weiche. Hammel. Ups, ich mach da Hammel. Matthias. Eine fällt jetzt auf Medium. Ja, aber weiter nach hinten. Dennis nochmal. Auch weiche Reifen geholt. Michael. Auch weiche Reifen geholt. Jens. Steffen. Ja, der fährt auf harten Reifen. Die halten natürlich ewig. Aber kommt da nicht richtig auf Speed. Alter Kampf hier.
Penalty? Noch eine Penalty? Oder nicht? Jawohl, noch eine Penalty. Ui, das wird ein harter Kampf. Ui, da ist der Michael. Gut reagiert und gut abgefangen. Aber oh, mein Lieber, so etwas erschreckt einen ja richtig. Da ist der Jules natürlich gleich wieder vorne weg. Michael hat auch seine Schrecksekunde hinter sich. Dann haben wir hier den Jerry. Tio Tortillas. Und last but not least, Marcel, 9-11, wird auch angreifen. Der Führende nach 8 Runden und inzwischen bin ich zweite Mal an die Box. Ich Idiot, wegen meiner blöden Strategie. Inzwischen habe ich noch wieder eine schnelle Runde gefahren, unter 4 Minuten. Aber das hilft ja nicht, wenn man einen Boxenstopp mehr machen muss. Julian fährt auch eine 400. Das war's ja mit Max. Dann ist es gemütlich angehen. Der könnte schneller. Aber der braucht nicht. Jetzt ist der Ferrari wieder Dritter an mir vorbeigegangen, wegen meinem Boxenstopp. Ja, Matthias hat die Strecke noch nicht so richtig drauf. Ich bin weit zurück, das sieht man mich noch gar nicht. Gehen wir mal auf. Ja.
Ja, fahren wir mal beim Julien mit. Ja, sieht man die Wackelei. Blöde Lagging. Uff, da wird man ja krank. Ja, war eine gute Runde. Und der Max. Komisch, viel ruhiger. Er ist auch eine 4-0-0 gefahren. Er dreht die Kiste noch höher aus. Ich schalte bei 255 und der hat jetzt gerade bei 257 geschaltet. Wieder bis 257. So 58 sogar. Okay. Merke ich mir fürs nächste Mal. Aber in der Liga darf ich ja das Auto nicht fahren. Da muss ich einen Porsche fahren. Oder den Mercedes. Was okay ist. Also mit dem Porsche bin ich dieselben Zeiten gefahren. Beim Practicen. Und insofern macht mir das nichts. Konsequent bis 258. Ja, 4. bis 225, 5. bis 258. Da fährt er rein, genau wie ich. Genauso. Dritten drin bleiben, zweiten, ersten und gleich wieder zweiten. Ja, bleibt am ersten. Okay. Mal sehen, das ist jetzt die schnellste Runde. Weiß ich jetzt nicht. Nee, da hat er Zeit verloren. Da hat er jetzt gut 3/10 verloren. Schauen wir mal. 2,43, 2,44. Ja, 2,46 sogar. Okay. Okay, meine schnellste Runde ist nicht gefährdet, war aber fast. Ja, ich würde ja gerne beim Julien bleiben, aber der sackelt da so hin und her, das macht leider keinen Spaß. Gucken wir schnell mal, was er für eine Zeit fährt. 4,16. Ah, der fährt absichtlich langsam, weil der weiß, dass ich so weit hinten bin. Den Max kann er eh nicht kriegen. Okay, I get it.
Jo, gehen wir nochmal durch. Vorletzte Runde. Der Dennis hat auf jeden Fall auch ein besseres Internet. Diesen Gezacke, wie beim Julian. Oder wie beim Michael. Ja, und der schaltet früher. Und deswegen kommt er nicht so auf die Zeit. Die Kiste muss man ausdrehen, genau wie den Porsche. Da ist er 6 km/h langsamer als der Max war. Nur weil er nicht ausdreht, die Gänge. Also, Dennis, merkt ihr das? Manche Autos musst du richtig hochjubeln. Es sei denn, du willst Sprit sparen. Das kann natürlich auch, das brauchst du hier nicht. Du bist ja noch viertel voll. Jo, Leonie hinter ihm. Leone in rotem Overall. Sexy. Leone fährt ganz gute Zeiten. 405. 405, 405, 405. Hat sie gut drauf. So, hochdrehen, hochdrehen. Zu früh geschaltet. Zu früh geschaltet. Zu früh geschaltet. Ja, da liegt die Zeit. Merkt euch das für die Zukunft. Manche Autos muss man hochdrehen. Die Corvette, die muss man nicht hochdrehen, im Gegenteil. Oder den AMG, den muss man auch nicht hochdrehen. Da müsst ihr euch die Leistungskurve machen sehen, die Drehmomentkurve und die eben Leistungskurve. Ganz extrem ist der McLaren Group 4, Gruppe 4, weil da fällt die Leistungskurve so ab, wenn man den hochdreht. Den muss man schon, den schalte ich, wenn die 6 hier in dem Fall, wenn die 6 zu Ende ist, dann schalte ich den McLaren immer schon. Sonst kommt er nicht auf gute Zeiten. Hat sie gerade beste Zwischenzeit gefahren. Na jetzt. Noch ein Honda. Schauen wir mal, ob der hochdreht, ausdreht. Na, dreht auch nicht richtig aus. Na, ein bisschen besser. Komm mal, lass stehen, lass stehen, lass stehen, lass stehen. Nicht schalten, nicht schalten. Ja, ja, ganz gut. Hi, der hat's gefressen. Fünfte, vierte. Schalten. Jetzt kann ich wieder schalten können. Der fährt eine gute Zeit. Bleib jetzt mal drauf, der fährt eine richtig gute Zeit. Da müsste nur 403 geben. Jens ist richtig warm geworden hier. Er hätte ein bisschen nach rechts gehen müssen zum Ausholen. Da im dritten bleiben, dann im zweiten. Und was gibt's? 402. Super. Gut. Final Lap.
So, die lassen jetzt auslaufen, weil die Zeit abgelaufen war. Ich bin natürlich noch unterwegs. Also der ist so langsam rumgefahren. Ja, und da hat er vergessen zu bremsen. Dankeschön, habe ich gesagt. Und da war es auch schon zu Ende. So, das war jetzt das Resultat. Das wird alles NSX vorne. Ja, das ist ein schnelles Auto, keine Frage. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Bis zum nächsten. Ja, bis Sonntag, da fahren wir die Kurzrennen. Okay, Boys, macht's gut. Tschüss.